Ja, moin moin. Willkommen zurück auf meinem Kanal hier bei Q4OS. Teil 4 sind wir jetzt schon. So. Ich weiß, viele von euch da draußen, die verabscheuen das, was ich jetzt zeige. Weil, ach ja, ich kann es nicht lassen. Und zwar geht es um gewisse Sachen, die ich ganz gerne mache. Und zwar ein gewisses Spiel, was aus Windows ist. Es hört sich immer wie doofs an. Nee, Windows. Ja, Windows. Puh, sorry, wenn ich das falsch ausspreche. Aber es geht hier um Bottles. Bottles ist ein Tool von Flatpak, was es erlaubt, Windows-Programme zu starten. Ich habe das einmal eingerichtet und brauche jetzt eigentlich Bottles gar nicht mehr direkt starten. Ich gehe direkt hier in meinen persönlichen Ordner. Hier habe ich, fangen wir mal so an. Ich habe den Win-Label 3.0. Habe ich mir wieder zurückgeholt, weil die ganzen Einstellungen, die ich da schon in Linux Mint gemacht habe, krieg sie irgendwie nicht rübergezogen und da habe ich nur gedacht, komm, ich hole das zurück, was ich kenne, was auch funktioniert. Also ich starte einmal winlabel.exe, ich sage, weil er das hier in Bottles ausführen will, ich sage ja, führe das aus. Und ich habe kein Problem, es läuft alles. Und wenn ich irgendetwas davon öffnen will, es sind alle da. Jetzt muss ich natürlich sagen, diese Zweckformdateien, dieses Verzeichnis, das ist nicht einfach da. Bottles hat hier eine eigene kleine Windows-Umgebung. Ich zeige die mal, indem ich den Totalkommander starte. Der Totalkommander erlaubt es mir, übergreifend Dateien zu kopieren. So, das ist der Totalkommander. Das ist Laufwerk C. Das wird jedem Windows-User bekannt sein. Das ist Laufwerk C. Ich bin hier bei Laufwerk C in Dokumente. Und hier habe ich dieses Verzeichnis, meine Zweckformdateien, reinkopiert. Und so kann ich dann auch die Dateien öffnen. Ja, Zweckform ist nicht einfach. Zweckform will hier auch direkt auf der Oberfläche von C dieses Avery-Zweckform haben. Ich habe das alles mal aus Windows-Laufwerk mir abgesichert, wo was hingehört. Genauso wie jetzt hier diese Dateien von Deutschland spielt und sowas alles. Das habe ich alles hier jetzt reinkopiert und dadurch läuft das alles tadellos. Also ich kann, ja, wer das machen möchte. Das ist auch jedem selbst überlassen, ja. Ihr könnt jetzt in die Kommentare reinschreiben, was ihr wollt. Es ist einfach diese kleinen Spiele, es Betelgeuse, das ist die Fischoase oder die verzauberten Inseln. Wenn ich jetzt hier die Fischoase zum Beispiel nehme, ich starte die hier, er fragt mit Bottles auswählen, ich sage ja, auswählen. Jetzt wird der Bildschirm so ein bisschen flackern, aber das ist alles halb so wild. Ich starte es nur mal ganz kurz. Ich werde den Sound vom Desktop zurückschieben, weil ich weiß nicht, ob es urheberrechtlich geschützte Musik ist oder sowas da. Ne? Also kann ich das dann hier starten. Hier kann ich dann starten. Es läuft tadellos. Und das unter Q4OS. So. So viel dazu. Das wollte ich einfach nur mal anmerken hier, was ich an DOS
beziehungsweise Windows-Programme starte. Es sind diese zwei, drei Programme da. Und ja, der Totalkommander wird nur einmalig bei mir gebraucht, um die Dateien darüber kopieren zu können. Wie gesagt, der ist übergreifend. Der kann mir auch hier auf das ganz normale System zugreifen. Und ja, wie gesagt, es funktioniert und ich brauche kein anderes Windows mehr nochmal extra. Und wenn jetzt einer sagt, hier, ah, nee, bloß nicht, und jetzt ist es doch nicht gestartet, das Programm, und da passiert auch nichts mit. Also, ich habe auch meinen Kollegen gefragt, der ist nun mal halt Techniker, und er sagte, nein, also diese kleinen Spiele, das hat nichts mit Windows zu tun, und wenn ich jetzt Microsoft-Programme in Bottles nutzen würde, wie Word, Excel oder ja, was es alles so gibt. Aber ich meine, gut, da gibt es aber auch noch andere, zum Beispiel Skype oder sonst irgend sowas. Wenn ich das hier ganz normal in Linux nutze, nutze ich genauso diesen Microsoft-Vertrag. Ob ich Linux habe oder Windows habe, ja. So hat er es mir erklärt. Es ist ein Microsoft-Programm und ich unterliege dann in dem Moment, wenn ich hier unter Linux Skype nutze, genauso diesen Vertrag. Deswegen kommt mir Skype und sonstige Sachen gar nicht mehr ins Haus. Nutze ich eh schon nicht mehr seit Jahren und das ist für mich ein No-Go, mache ich nicht. Und deswegen, ja, Google. Hey, sagen wir mal ehrlich, ja, ich habe zwar den Google-Kalender hier, aber wenn die was erfahren wollen, dann brauchen die nicht meinen Google-Kalender. Die können auch sowas erfahren. Aber ich schweife schon wieder ab. Ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz Bottles zeigen, dass ich das auch installiert habe. So, und was ich auch immer wieder ja, regelrecht vergesse, das sind eigentlich so die Soundeinstellungen, weil der HDMI zum Beispiel hier, der muss gar nicht da sein. Auf dem HDMI-Port habe ich kein Audio. Es geht nur über den Line-Out. Das Mikrofon von der C270, das ist die Logitech. Die brauche ich auch nicht. Ja, es ist sowieso aus gewesen schon. Und von der Livecam genauso wenig. Brauche ich auch nicht. Weil ich habe dieses Mikrofon. War das jetzt gerade weg? Habe ich jetzt? Nee. Dieses Mikrofon brauche ich. Da habe ich meine Funkstrecke dran. Gut, das habe ich auch in OBS so eingestellt. Und was ich jetzt gerade noch gefunden hatte, war Benachrichtigungsklänge. Ja, ich finde es eigentlich auch mal ganz lustig und so, wenn da mal so mal Bing macht, wenn da irgendwas ist. Ja, Energieverwaltung, was ich des Öfteren jetzt wieder festgestellt habe, der Bildschirm schaltet mir zu früh aus. Ich möchte nicht, dass der nach 10 Minuten, nur weil ich mir mal gerade einen Kaffee koche, komme wieder, der Monitor ist aus. Deswegen stelle ich den jetzt mal auf 15 Minuten hoch. Und die Sitzung in Standby-Modus versetzen? Nein, auf keinen Fall, weil der braucht hier nicht in Standby zu gehen. Der braucht nur den Monitor dunkel zu machen. Das reicht mir. Oh, siehst du, da sind die Klänge. Und dann sage ich jetzt mal anwenden. Ja, so kriegt man wenigstens mal auch einen Hinweis, dass irgendwas ist. Bluetooth. Bluetooth-Adapter sind ja keine gefunden. Ich weiß nicht,
ob Bluetooth überhaupt im Autostart drin ist. Deswegen suchen wir mal den Autostart. Nein, es ist gar nicht erst drin. Perfekt. Was wollen wir mehr? Gut, dann wären die Einstellungen auch okay. Ja, was ich auch beim letzten Mal in dem letzten Teil gesehen hatte, dieser Effekt hier. Ja, wenn ich das Fenster schließe, wup, dass es so auseinanderfliegt. Das war blöderweise weg. Da habe ich nicht aufgepasst. Und da müsste ich noch mal in die Einstellung reingehen. Das ist hier in, war das Fensterverhaltung? Jetzt muss ich selber noch mal gucken. Ach jo, ja, genau. Verhalten und dann Arbeitsfläche-Effekte. Und hier Animation beim Öffnen, Schließen der Fenster. Da muss man das auf Skalieren machen. Dann fliegt das so auseinander und explodiert das Fenster. Oh, weg ist es. Ja, gut. So viel dazu. Damit das Video auch nicht wieder so lang wird, bedanke ich mich jetzt mal fürs Zuschauen und im Augenblick würde ich sagen, ist das System für mich gesehen soweit eingerichtet. Sollte euch noch was einfallen, schreibt es in die Kommentare rein. Wir können dann darauf eingehen. Ich kann da mal nachgucken. Vielleicht habt ihr auch Ideen, was man machen könnte, weil das Linux Mint System habe ich immer noch zur Sicherheit auf der anderen SSD. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre sogar schon so weit und würde dieses System hier ganz gerne weiter nutzen. Und wenn das so funktioniert, kann ich alle meine Laufwerke einbauen, damit dieses mit der Ablage und so weiter alles hier dann im persönlichen Ordner erscheint als Verzeichnis hier. Würden wir dann auch noch mal ändern. Das geht dann ja über Laufwerke, da muss man den Pfad angeben, aber das in einem anderen Video. Und dann würde ich sagen, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.